Jo Leute, Epi Passi hier. Und ja, mal wieder ein deutsches Video. Wuhu! Ich wollte euch einfach mal sagen, also die Deutschen unter euch, möchte ich einfach mal sagen, dass jetzt schon bald endlich wieder Let's Plays anfangen werden. Ihr wisst ja, dass ich momentan ja kaum was hochgeladen habe, außer Geometry Dash und so. Und das bringt ja wirklich gar nichts. Also früher war ja mein Kanal ein Let's Play-Kanal, habe deutsche Let's Plays gemacht, nur nicht, wie soll ich sagen, durchgezockt, weil jedes Mal irgendein anderes Problem angekommen ist. Laptop auf einmal leckt wie Sau und sowas. Aber ich habe verdammt gute Neuigkeiten. Es ist zwar schon länger her, dass ich jetzt Ding schon habe, aber ja, ich habe einen neuen Computer. Auf jeden Fall ein sehr tolles Exemplar. Und ja, das heißt, dass schon bald wieder Let's Plays anfangen werden. Auf meinem anderen Kanal, Passive Warrex, habe ich schon ein paar angefangen. Also tue ich Let's Plays streamen, aber ohne Kommentar. Aber die ich hier auf LPPass96 machen werde, werden deutsch sein. Und natürlich mit Kommentar. Ist ja logisch. Und ja, das Einzige, was mir halt jetzt noch fehlt, ist eine gute Webcam, die ich da oben habe. Die ist jetzt nicht besonders gut. Die ist irgendwie sehr pixelig. Ich mache ja meine Let's Plays gerne mit Webcam. Manchmal. Vor allem Pokémon. Und ja, vielleicht ein neues Mikrofon, weil das hat auch irgendwie schon die Tage erreicht. Mein Headset. Das ist nicht mehr richtig funktioniert. Hat einen Kabelbruch und manchmal funktioniert es leider nicht. Und was ich halt auch jetzt momentan habe, ist ein Joystick. Damit ich mit dem Emulator besser klarkomme. Weil wenn ich hiermit spiele im Emulator, da sind tausende von Knöpfen, die du da drücken musst. Das macht echt keinen Spaß. Da ist Joystick natürlich eine bessere Idee. Und ja, ich habe den Computer schon öfters ausprobiert. Er funktioniert super. Ein Geometry Dash, irgendwie laggt er noch. Ich weiß nicht warum. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das liegt an Geometry Dash, weil jedes andere Spiel funktioniert super drauf. Sogar Wii Emulator. Und das ging auf den Laptop überhaupt nicht. Da ist er ja die ganze Zeit abgekackt. Ja. Das ist alles, was ich sagen wollte. Also bald werden wieder Let's Plays anfangen. Ich bin momentan noch auf der Arbeit, hab noch ein bisschen Stress, aber ab Winter, also wenn es kalt wird, verdammt kalt, hab ich frei. Komplett. Für einen Monat, 2 Monate, ich weiß es nicht, weil ich halt auch sehr viele Überstunden habe und die jetzt abgesetzt werden müssen. Abgesitzt, abgesessen, abgesetzt, keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich natürlich dann auch mehr Zeit für Streams, Let's Plays und alles andere. Ich bin ja auch noch ein Artist. Ich male ja gerne. Ich mache Geld damit. Also, es wird nicht jeden Tag ein Video dann kommen. Also, ich werde jetzt nicht wie Let's Play Markus 3, 4 Videos hochladen oder sowas. Nee. Wahrscheinlich nur eins, so 2 Tage, für alle 2 Tage oder sowas. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, immer wieder mal was hochzuladen. Aber ich kann euch, wie gesagt, nicht versprechen, dass das so konsistent immer alle 2 Tage wirklich so ist. Weil, ja, ich, wie gesagt, noch anderes Zeug mache. Aber ich hoffe, ihr werdet euch darauf freuen. Das erste Projekt wird Pokémon Platin sein. Überraschung, das fünfte Mal. Oder nee, vierte Mal. Ich habe ja dreimal das Let's Play abgebrochen. Einmal 2013, dann 2014 und jetzt 2016. Nee, 17, 17 war das. Aber dieses Mal wird's durchgemacht. Ich verspreche es. Ich verspreche es diesmal. Hoch und heilig. Weil 2017 habe ich, wie gesagt, das nochmal probieren wollen, weil ich da mehr Zeit hatte. Aber irgendwann ist einfach der Computer abgeschissen. Es geht einfach gar nichts mehr auf dem Laptop. Deshalb habe ich mir jetzt eigentlich mal genug Geld angelegt, dass ich mir jetzt eigentlich einen neuen Computer gekauft habe. Und der ist wirklich super. Es ist ein Gaming-PC. Habe ich von Aldi. Echt mega toll. Läuft super.
Nur bei Shroom ist wieder schlechter, wie gesagt. Shroom ist wieder schwer, wie gesagt, auch noch ab und zu mal spielen, aber nicht immer. Vielleicht sogar nur einmal pro Woche oder sogar nur einmal pro Monat. Ich weiß es nicht. Ich habe bei Shroom wieder momentan wirklich kaum Spaß. Und ja, ich spiele es meistens nur, wenn ich einen guten Dämon oder sowas finde. Und das ist halt sehr selten, weil die Levels alle sehr kacke momentan sind. Ja, das ist wie gesagt alles, was ich sagen wollte. Und ja, wir sehen uns hoffentlich schon bald. Bis bald und ciao, Leute. Ra!